Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Sword of Mana mit mir, Leviathan 2. So, wir sind hier mit Marsha noch auf dem Weg nach oben. Ja, komm, ich bin jetzt mal nicht so gebe in einem Engelskelch. Für irgendwas habe ich das Zeug, ja. So, dann darfst du auch wieder mitkommen. Und hier haben wir ein Schwert. Ach komm, keine Schwerter. Ja. Ich habe immer noch die Kette drin. Wenn alle Kuppeln erstrahlen, wird auch ein rotes Licht aufleuchten. Folge der Anzahl der Ritterleichen, um sie zu aktivieren. Oh Gott. Lenos Bronze. Gummifrosch. Das sind mal ganz viele Ritterleichen, also gehe ich davon aus, dass wir hier dann zum Schluss wieder herkommen. Hier haben wir 2, 3. Der Weg geht eigentlich auch so nach oben. Ja, ist gut. Eine. Also gehen wir den hier zuerst. Wir gehen ihn zu zweit. Und am Schluss noch hierher. Okay. Ein rotes Licht wird da strahlen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber es scheint wichtig zu sein. So, gut. Und das... Ich nehme mal die Truhe hier. Gib mir eine Walnuss. Die Marionetten sind hier nicht willkommen. Zerschneide ihre Fäden und das letzte rote Licht wird aufleuchten. Okay, also heißt das, ich muss jetzt die Typen da vernichten. Gut. Von mir aus kann man versuchen. Seid ihr schwach gegen... Nee, seid ihr nicht. Dann haben wir Stoßen, haben wir schon mit dem Bogen ausprobiert. Dann haben wir einfach noch Schlagen. Das hat er auch nicht gerade. Dann nehmen wir einfach wieder den Bogen. Oder nein, besser noch die Handschuhe. Und mal schauen, wie euch Illumi so gefällt. Anscheinend nicht sehr gut. Mir soll es recht sein. Damit kann ich euch dann schön einheizen. Oh, jetzt mag er mich. Och, jetzt macht sie sich gegenseitig wieder. Was ist das denn? Und einer weniger. Das geht mir langsam auf die Magie. Das Spiel kann das ja machen. Ich meine, man kann halt hier da diesen. Das ist jetzt das letzte rote Licht. Ging als Kelch. Erst wenn alle drei rote Lichter leuchten, wird der Weg sich offenbaren. Okay, es leuchten alle drei. Also hat sich der Weg offenbart. Reicht anscheinend. Gut. Und S. Oh, cool. Speicherpunkt. Großer. Zum Mana-Göttin beten, ja. Dann habe ich hier ein paar Sachen. Dann habe ich jetzt hier irgendwie eine Bodenplatte aktiviert. So, ich kann nur einmal drauf treten. Gehen wir einfach so wieder zurück. Engelskelch. Zwei der Bodenplatten sind nicht, was sie scheinen. Bringe ihre wahre Natur zum Vorschein und der Weg wird sich offenbaren. Okay, habe ich schon gemacht. Da hinten gibt es noch Wasser, aber das interessiert mich jetzt nicht. Oh, yummy. Ich habe gespeichert. Muss uns weitergehen. Wo ist eigentlich Cis hin? Alarm, Eindringlingsalarm, sofort Eindringlingsalarm, sofort terminieren. Das war nicht Marschall. Was zum Golem? Golem kommt, Golem terminiert, Eindringling, Livia, werde nicht funktionstüchtig, untüchtig. Okay, also müssen wir jetzt gegen einen, oh Gott, richtigen Wachroboter kämpfen.
Nicht gut. Nee, nicht gut. Komm. Sagst du mir, dass du gegen meine... Och, komm. Autsch. Gegen meinen Bogen immun bist? Ja, du bist gegen meinen Bogen immun. Dann kann ich wohl hier mit Schlagen noch etwas versuchen. Ja. Zack. Oh, nice. 2. Ja. Nicht. Auch 1. Langsam gehen mir hier die Optionen aus, Junge. Gegen den Speer. Ja, der geht dafür Level up, aber nee. Der Kampf ist eigentlich nicht so schwer, merke ich gerade. Es geht darum, dass der sich keinen Schaden macht. Vielleicht nehme ich besser den Bogen und das sieht mir aus, als greift er mit Lichtmagie an, also denke ich, könnte der Umbra da noch helfen, auch wenn ich dann nicht mehr zum Heilen komme, aber wenn es so ist, wie ich mir das denke, dann... Nee, Umbra ist es auch nicht. Kann ja nur Illumi. 1. Kaius. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich... 1. Puh. Ja, mir gehen langsam die Optionen aus. Orca. 1. Palermia. 0. Danke für den Versuch, aber nein. Aquaria. Aquaria. 1. Lufio. Autsch. 0. Und dann bleibt ja nur noch Luna übrig. Und ich glaube auch nicht, dass da was Großes dabei rauskommt. Oh! Luna! Luna! Okay. Dann schnell noch das hier. Da möchte ich gern noch eine Schokolade essen. Dann mit Luna, jetzt muss ich aber noch schauen, Status, Liste der Waffen. Vielleicht habe ich ja was, das, ich habe nichts, das Luna-Element hat. Diombo. Sie, Diombo. Gut, dann muss ich wohl oder übel mit, ouch, Luna da antreten. Ouch, gegen alles andere hat er anscheinend, Resistenz, ne? Auf und setzt einen Laser ein. Ja, will ich nicht da stehen. Luna ab. Solange Luna auch noch einen schönen Level kriegt, geht das Flop von der Hand. Vielleicht noch Teams benutzen. Heile Teams. Lebenspunkte, ja. Heile Teams. Und Heilitems. Magiepunkte, ja. Ich kann ihn nur den Modus hier gut erwischen. Wenigstens mache ich ihm ordentlich Schaden. Zu viel, wie wenn mein Bogen funktionieren würde, aber seine Schwäche ist erkannt und seine Schwäche wird gebannt. Außerdem macht er nicht so unendlich viel Schaden. So, besiegt. Lunas großer Tag. Und der Weg geht auf. Jetzt kommt auch noch. Zis, du bist in Ordnung?
vorauszusehen war schon... Vorauszugehen war schon okay. Ich hätte mich nur nicht verlaufen sollen. Das ist Marshall. Er war seit Jahrzehnten alleine hier im Deinturm. Seit Jahrzehnten? Ganz allein? Er ist einer der Kampfroboter, die wir im Unterwasservulkan gesehen haben. Hi, ich bin Sis. Ich bin ein Freund. Mehr Freunde. Sis ist Freund. Viele Freunde. Marshall glücklich. Okay, gehen wir. Okay. Bist du Julius Schatten? Ihr habt es also geschafft, den Deimturm zu aktivieren. Die Gerüchte, die besagten, dass Kiba ihn versiegelt habe, waren also wahr. Hey, was passiert hier? Die Verteidigungssysteme wurden aktiviert, nachdem ihr den Golem besiegt hattet. Bravo, ihr habt euch euer eigenes Grab gegraben. Ganz ohne meine Hilfe. Dabei zuzusehen, wie eure dummen kleinen Hoffnungen und Träume in sich zusammenfallen, ist wirklich recht amüsant. Du Verdammter! Nimm das! Nimm das. Verdammt! Es ist Zeit, euch ungebetene Gäste loszuwerden. Werdet ihr zwei vielleicht gerne eine Weile alleine sein, bevor die Welt untergeht? Versinkt zusammen mit dem Deimturm, ihr Baden. Wie könnt ihr es wagen, einem Gott die Stirn zu bieten? Oh, Mist! Vivian! Sis, spring! Du musst springen! Nein, ich schaffe es nicht! Natürlich kannst du! Ich fang dich! Na los! Schnell! Livia! Kümmere dich nicht um mich! Du musst Julius aufhalten! Was soll das heißen? So breit ist der Abgrund doch gar nicht! Warte, ich helfe dir! Nein, Livia! Wir haben beschlossen, immer nach vorne zu sehen, oder? Sieh nicht zurück. Du musst gehen. Marshall werft Sis. Livia fängt Sis. Auf drei. Aber was ist mit dir, Marshall? Marshall hat Raketendüsen. Marshall kann fliegen. Marshall kommt wieder. Marshall wirft Sis. Livia fängt Sis. Fertig? 1, 2, 3. Danke, Marshall. Komm schon, Marshall, beweg dich. Marshall geht. Lebt wohl. Was meinst du, Marshall? Schnell, du musst fliegen. Marshall ist wie Deimturm. Deimturm fällt, Marshall funktionsuntüchtig. Marshall funktioniert nur im Deimturm. Was soll das denn heißen? Was soll das denn heißen? Marshall nicht einsam. Trifft andere Kampfroboter. Leb wohl, Livia, guter Freund. Leb wohl, Sis, gute Freundin. Marshall kommt doch nicht wieder. Marshall. Marshall! Wir sollten... Lass uns gehen. Danke, Marshall. Marshall. Wir werden dich nie vergessen, Freund. Was für eine herzzerreißende Szene. War aber in Mystic Quest besser.
Die Mana-Zuflucht. Der lebensspendende Wald. Der Mana-Tempel. Danke. Ja, setze ich mir wieder angeschlossen. Hier geht's nicht lang, hier geht's nicht lang. Dann bleibt ja wohl keine andere Wahl. Mana-Zuflucht. Ah, genau, hier hat's das und hier hat's das. Gut, ich würde sagen, ich speichere einfach mal. Wir können ja dann im nächsten Part aufrüsten gehen. Gut, Speichervorgang. Zack. Gut. Ich hoffe, ihr schaltet auch im nächsten Part wieder ein und ja, hoffentlich bis dann. Ciao.